Wunderschönen Montag wünsche ich euch. Ich habe vergessen, mein Fenster zuzumachen, realisiere ich gerade. Jetzt fährt die Bahn vorbei, ne? Ich mach's gerade mal zu. Oh man. Hallo, einen wunderschönen Montag wünsche ich euch. Heute ist der 1. September und heute gibt es meine Monatsfavoriten für den Monat August. Ich fange an mit Gesichtspflege und zwar möchte ich euch zeigen einen Gesichtstoner. Das ist das Aroma Water von Lush. Das ist ein Gesichtstoner mit Rosen- und Lavendelwasser. Rosenwasser ist ja ganz, ganz toll für Rötungen, weil es auch einfach die Rötung ein bisschen zurücknimmt. Und Lavendel ist natürlich generell sehr beruhigend und eben auch hautberuhigend. Und zusammen ist das ein sehr, sehr beruhigendes Gesichtswasser. Und ich benutze das einfach immer, wenn ich schon komplett abgeschminkt bin. Genau, mit meinem Abschminkprodukt mich quasi abgeschminkt habe und dann einfach nochmal was nehmen möchte, wo ich dann sicher gehen kann, dass wirklich das komplette Make-up runter ist und auch einfach noch, um das Gesicht so ein bisschen zu beruhigen. Entweder ich mache es auf dem Wattepad und reibe so ein bisschen, weil ich ja diese Peeling-Wattepads habe. Oder ich mache es auf dem Wattepad und tupfe einfach, wenn ich das Gefühl habe, meine Haut ist ein bisschen gereizt und dann muss ich jetzt nicht noch unbedingt drüber peelen, so nach dem Motto. Dann ja, drücke ich das einfach so ran sozusagen, hat einen Sprühkopf, also einen Sprühmechanismus. Und genau, das ist ja, mein momentanes liebstes Gesichtswasser. Dann machen wir weiter mit der Pflege und zwar mit der Haarpflege. Das ist eine Spülung, die ich mir erst letzten Monat, glaube ich, gekauft habe. Also ich hatte sie euch auf jeden Fall in einem Haul gezeigt. Das ist die Glanzhaarspülung von Sante mit Bio-Birkenblattextrakt. Das ist eine wundervolle Spülung, wenn ihr ganz, ganz, ganz weiches Haar haben möchtet. Also das ist wirklich eine Spülung. Ich glaube, ich habe selten eine Spülung gehabt, also vor allem in dem Preissegment. Die kostet um die 3 Euro und da sind 150 Milliliter drin, die so gut ist. Also die macht unfassbar weiches Haar. Ihr merkt das schon direkt beim Waschen. Also ihr gebt die Spülung ins Haar und direkt, wenn ihr sie auswascht, merkt ihr, wie geglättet eure Haarstruktur einfach ist und wie... ja, wie schön weich auch. Also ich finde, man merkt diesen Effekt sofort. Das hatte ich bisher bei kaum einer Spülung. Man muss natürlich sagen, dass sie jetzt nicht besonders Volumen unterstützt oder so, sondern sie bringt die Haare eben natürlich dadurch zum Glänzen, dass die Haarstruktur ja, angeglichen wird, geglättet wird und dadurch glänzen die Haare dann eben auch. Und ja, wenn die Haare halt so krass geglättet werden, sind sie natürlich nicht besonders voluminös, ne? Also wenn ihr irgendwie extra Volumen wollt, dann müsst ihr irgendwie später schauen, dass ihr sie irgendwie noch anders stylt, dass sie voluminöser aussehen. Aber vielleicht habt ihr auch ganz voluminöse Haare und seid froh, wenn eure Haarstruktur dann mal ein bisschen geglättet wird. Wie auch immer, ich finde die ganz, 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 ganz klasse für weiches Haar. Ich finde den Geruch auch sehr angenehm und ich kann euch das definitiv empfehlen, wenn ihr auf der Suche seid nach einer schönen Spülung. Weiter geht's mit einer Augenmaske und ich habe jetzt leider nicht mehr komplett die ganze Größe. Ich werde euch aber, ich werde das nochmal nachschauen, dann werde ich euch den kompletten Namen hier unten im Video auf jeden Fall einblenden, damit ihr wisst, was ich meine. Und zwar ist das von Merz Spezial, stand da glaube ich mal, eine Augenmaske mit Hyaluron und noch irgendetwas. Und mit Gurkenextrakt. Ah, hier hinten steht sogar drauf. Und zwar funktioniert es so, dass ich glaube, die Packung, die ihr kauft, hat 4 so kleine Anwendungsdinger. Und ja, das ist einfach eine spezielle Augenmaske. Das heißt, mit ganz, ganz, ganz viel Feuchtigkeit. Ich finde sowas mega entspannend, wenn ich irgendwie einen gestressten Tag hatte oder jetzt gerade, also hier strahlt jetzt auch gerade schon wieder die Sonne rein und meine Augen sind ja so wahnsinnig lichtempfindlich. Ich habe das dann immer, dass die Tränen, gerade im Augenaußenwinkel, bekomme ich dann immer so schnell so rote, gereizte Stellen. Und ja, da sind solche Augencremes natürlich super, also beziehungsweise solche Augenmasken, natürlich super. Ich finde die ganz, ganz toll. Ein schöner Tipp für den Sommer ist auch immer, wenn ihr die in den Kühlschrank packt und irgendwie abends euch die dann drauf macht oder morgens, wenn ihr so ein bisschen vielleicht dann geschwollene Augenlider habt oder so. Ganz, ganz tolle Maske. Ich finde, man merkt auf jeden Fall einen Effekt und ja, die habe ich sehr gerne benutzt. Machen wir weiter mit Make-up und das sind jetzt auf jeden Fall 4 Sachen, die ihr schon kennt, wenn ihr euch mein What's in my Make-up Travel Bag Video angeguckt habt, zum Beispiel. Und zwar ist es einmal das Baked Blush von Milani. In der Farbe, ich sag einfach Dolce Pink. genau, das ist dieser Ton hier. Das ist ein wunderschönes, ja, ein wunderschöner, leichter Rosenton, sag ich mal, so ein Rosaton. Ich trage ihn auch heute. Und ja, ihr könnt es sehen, der hat einen wunderschönen, wunderschönen Schimmer einfach. Und das ist halt der Vorteil. Es ist so ein 2-in-1 Produkt. Und ich liebe den. Ich finde den so, so, so schön. Der ist total toll pigmentiert. Man kann ihn natürlich auch als Lidschatten zweckentfremden, wenn man möchte. Hier hinten ist, weil es
macht sich hier gerade selbstständig die Verpackung. Hier hinten ist noch so ein kleiner Pinsel drin, den ich jetzt zugegebenermaßen nicht benutze. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz tolles Blush. Vielen Dank nochmal, Vanya, dass du ihn mir mal geschenkt hast. Außerdem habe ich noch super gerne getragen diesen Bronzer. Das ist ein neues Baby in meiner Sammlung sozusagen. Und zwar ist das der The Body Shop Bronzer. Ich glaube, es ist der Honey Bronzer. Ich glaube, ich habe es bei Essie Button gesehen. Und dann noch bei irgendwem anders. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt musst du ihn haben. Jetzt führt kein Weg mehr daran vorbei. Noch dazu, weil ich bei meinem NARS Bronzer ja schon das Fändchen erreicht habe und nicht besonders scharf darauf bin, den so schnell wie möglich aufzubrauchen, verständlicherweise. Deswegen habe ich zu dem gegriffen. Ich meine, der kostet 16 Euro. Ich habe jetzt die Farbe 03. Das ist die Farbe Medium Matte. Und ich bin sehr zufrieden damit. Ich finde den super, super schön. Ich finde, er hat einen super schönen Ton auf jeden Fall. Ich bin auch tatsächlich mit meinem Laguna Bronzer in den Body Shop gerannt und habe die Farben verglichen. Und natürlich ist es jetzt ein anderer Farbton und natürlich hat der Laguna Bronzer noch so einen schönen Sheen irgendwie, noch so seinen eigenen Glow, den der jetzt nicht hat, weil er matt ist, aber ja, man kann ja noch Highlighter benutzen, ne? Es ist ja nicht so, dass es uns an Produkten mangeln würde, mit denen wir da noch den Glow erzeugen können. Und ich liebe den einfach. Das Schöne an dem ist, der braucht sich so wahnsinnig langsam auf. Das ist krass. Ich weiß nicht, der ist irgendwie so stark gepresst. Obwohl ich den wirklich den ganzen Monat benutzt habe, fast ausschließlich, sieht man das kaum. Also dieses Muster, das hätte ja so ein Wabenmuster von so Honigwaben, kann man immer noch sehen. Das ist keine Kuhle, kein gar nichts. Ich bin total überzeugt davon und sehr, sehr zufrieden damit. 11 Gramm sind da drin. Und wenn ihr ja nach einem schönen Bronzer sucht, das Schöne ist auch, die haben bei The Body Shop sehr, sehr viele verschiedene Farben. Also ich glaube, es gibt 5 verschiedene Farben. Ja, dann schaut euch den auf jeden Fall mal an. Dann kommen wir auch schon zu meinen 2 letzten Beauty-Produkten. Also Beauty im Sinne von dekorative Kosmetik-Produkten für diesen Monat. Und das ist einmal ein Lippenstift von MAC. Das ist die Farbe Plink. Ich trage ihn gerade. Ich habe ihn euch auch in meinem Make-up-Travel-Bag-Video gezeigt. Ist ja kein Zufall, ne? Man packt ja eigentlich die Sachen auch ein für eine Reise, die man gerne benutzt. Genau, der neigt sich bei mir immer mehr dem Ende, wie ihr sehen könnt. Es ist ein, ich glaube, ich habe früher, bevor ich mir den gekauft habe, habe ich mir 1000 Mal bei MAC Online angeguckt. Und ich glaube, sie beschreiben ihn als Muschelrosa, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ihr seht ihn ja auf meinen Lippen. Er ist einfach wunderschön. Es ist ein Lustre Finish, wenn ich mich nicht irre. Genau. Und ja, ich liebe den. Also der ist toll. Es ist so ein, ich möchte nicht wirklich einen Lippenstift, aber irgendwie schon Lippenstiftfarbe. Und fällt aber irgendwie doch ein bisschen auf. Aber nicht negativ, sondern ja, schön, schier, aber doch irgendwie da. Dann habe ich noch einen anderen Favoriten, der super gut zu diesem Lippenstift passt. Das ist nämlich eine Kombi, die ich gerade trage und mit der ich wahnsinnig zufrieden bin. Und zwar ist das der Extraordinaire Gloss von L'Oreal in der Farbe Mezzo Pink. Es ist ein super, super schierer Ton, aber genau so einen Gloss habe ich gesucht, der so ein ganz, ganz leichtes, milchiges Rosa hat. Und ja, er hält schon auf den Lippen. Ich finde, er macht ein schönes Lippengefühl. Er hat nicht diesen Mega-Spiegelglanz, wie jetzt zum Beispiel der Rimmel Stay Glossy Lip Gloss, den ich sehr gerne mag. Aber er glänzt doch sehr schön. Und gerade mit dem MAC-Lippenstift, ja, es ist eine wunderschöne Kombi, die ich sehr gerne trage. Jetzt kommen wir zu sogenannten, ja, ich nenne es mal Accessoires so ein bisschen. Und zwar einmal diese schönen Haargummis. Ich glaube, man kann es gar nicht richtig erkennen. Ich hole sie mal raus. Das sind die Invisi Bobble Haargummis. Ihr kennt die bestimmt schon, wenn ihr, ja, ich glaube, andere YouTuber haben die auch bekommen. Ich glaube, jeder hat die momentan. Ich konnte mir verschiedene Farben aussuchen. Da habe ich mir dann zum Beispiel so ein schönes Pink ausgesucht, dann das Blau und so was Durchsichtiges, also einfach transparent. Und ein Weiß habe ich sogar auch noch bekommen. Und was ist das Besondere an diesen Haargummis? Das Besondere ist natürlich die Struktur. Sieht halt aus wie so eine Telefonschnur von früher. Und das Coole an den Haargummis ist, dass sie erstens nicht wehtun in den Haaren. Das heißt, ihr reißt euch damit irgendwie keine Haare aus. Sie machen keine Knicke, was ich immer super finde, weil ich finde nichts Ätzenderes, als wenn man irgendwie den ganzen Tag einen Zopf oder einen Pferdeschwanz hat und dann macht man sich abends die Haare auf und man hat so einen Knick da drin, man möchte vielleicht noch weggehen oder so und es sieht so mega blöd aus. Und sie halten vor allem. Sie haben einen wunderbaren Halt, gerade beim Sport. Kennen wir bestimmt alle, gerade wenn man ein bisschen längere Haare hat und man irgendwie macht einen Sport, wo man irgendwie hüpfen muss oder was weiß ich und der Zopf sinkt immer tiefer und sinkt immer tiefer. Das kann euch bei denen nicht passieren. Da gibt es auch eine ganz coole Farbauswahl auf jeden Fall. Ich verlinke euch natürlich unten
die Internetseite, wo ihr euch diese Haargummis bestellen könnt. Ich glaube, 3 Stück kosten 4,99 €. Ich meine aber auch, dass es sie mittlerweile im Müller gibt und im Douglas. Und jetzt kommen wir zu meinem letzten Produkt, Favoritenprodukt für diesen Monat. Das ist ein Pinsel, den ich neulich erst bestellt habe und den ich euch, glaube ich, auch in dem Video gezeigt habe, in dem ich meine liebsten Pinsel zeige. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr unten in die Infobox klicken, da werde ich es auf jeden Fall verlinken. Vielleicht kommt es auch im Anhang. Mal sehen, ich weiß es noch nicht. Jedenfalls ist es der Setting Brush von Real Techniques. Ich hatte mir ja jetzt nochmal den Puderpinsel und den Rougepinsel bestellt. Vom Rougepinsel habe ich jetzt mittlerweile 3, vom Puderpinsel 2. Und das ist mein erstes Exemplar und mein einziges vom Setting Brush. Und ich liebe ihn. Seitdem ich den habe, trage ich damit immer Highlighter auf, immer so schön auf dem Wangenknochen, damit geht das super. Ansonsten kann man natürlich gerade so kleine Stellen im Gesicht, wenn man irgendwie ein bisschen punktierter, zum Beispiel Puder, auftragen will, geht das total super. Und das war es auch schon mit meinen Monatsfavoriten für den Monat August. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen August und ich wünsche euch noch einen umso schöneren September natürlich. Ich wünsche mir natürlich, dass ihr wunderschöne Sommerferien habt, egal ob ihr jetzt im Urlaub seid oder zu Hause oder im Garten oder ob ihr Freunde besucht. Genießt einfach eure freie Zeit, genießt das Leben und nutzt sie einfach mal dazu, um das zu tun, wozu ihr sonst im stressigen Alltag mit anderen Aufgaben keine Zeit habt. Nehmt euch einfach mal wieder Zeit für das, was sonst ein bisschen zu kurz kommt. Das mache ich gerade auch. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns nächste Woche wieder am Montag. So, das war's. Falls ihr Lust habt, könnt ihr gerne bei meinem What's in my Travel Bag vorbeischauen. Habt eine wunderschöne Woche und bis Montag. Tschüss!